Mit Pfiffen wurden Spieler und Trainer am Samstag aus dem Weserstadion entlassen. Wieder hatte es nicht für einen Heimsieg gereicht. Die Klatsche gegen Wolfsburg und die Pleite im Nordderby am vergangenen Wochenende gegen den HSV sorgen bei den Fans für Unmut. Cheftrainer Viktor Skripnik stellt sich gerade deswegen den Fragen der Journalisten. Wir haben letzte Saison Wunder geschafft und warum sollen wir in dieser Saison auch diese Sache nicht schaffen? Ja, der Trainer ist genauso wie wir auch ein bisschen frustriert über die letzten beiden Spiele und auch ein paar andere in der Hinrunde. Aber auch optimistisch, der versucht uns Mut zu machen und uns den Glaube zu geben für die restlichen drei Ligaspiele. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, dass wir haben, so raus von der Situation zu kommen, ist, wenn wir alle zusammen das halten. Und das werden wir versuchen natürlich zu machen und wir hoffen, dass Kolumbia verbessert. Vor der Stellungnahme in der Mixzone gab es zum ersten Trainingstag der neuen Woche unter anderem einen Laktattest. Ob die Mannschaft die Kurve kriegt, wird sich am Sonntag um 15:30 Uhr in Stuttgart zeigen.